Martina grinst jetzt Gott sei Dank wieder, weil dir war zwischenzeitlich nicht mehr ganz zum Lachen zumute. Nein. Nein. Das schauen wir uns gleich an. Du bist eine echte Miss, gell? Ja, Miss Wiener Fest 2012. Dankeschön. Wow. Nicht schlecht. Wie viele Dirndl hast du daheim? Sechs. Sechs Dirndl hängen im Schrank. Eines davon wurde rausgenommen, um sie für uns aufzudirndeln, wenn es darum ging, sie vorzustellen. Hallo, grüß euch, gut seiner. Ich bin die Martina und wie ihr seht, ich bin im wunderschönen Wien zu Hause. Seit 29. Juni habe ich echt eine tolle Aufgabe. Und zwar bin ich als amtierende Miss Wiener Wiesenfest unterwegs. Und wenn ich mal nicht fürs Wiener Wiesenfest unterwegs bin, dann gehe ich am liebsten am Golfplatz. Ich habe meine Ferientage in Kumpolskirchen mit meiner Großtante verbracht, so im Volksschulalter. Und da hat es dann immer am Abend den Karl Meuthen im Musikantenstadl oder den Sepp Forcher. Eben, das war halt eine lustige Stimmung und das ist so eine Kindheitserinnerung. Und ich verbinde die Musik einfach wirklich mit einer guten Laune und einer lustigen Stimmung. Am Marc finde ich so super, dass er so bodenständig geblieben ist, trotz seines Erfolges. Die Hände nach oben, Freunde! Und das macht ihn irrsinnig sympathisch. Ich war nie ein Casanova und ich will auch keiner sein. Und optisch, würde ich sagen, kann er sich nächstes Jahr bei der Mr. Wiesenwahl bewerben, oder? Was ich will, bist du allein. Hallo, liebe. Na? Wir haben euch in eine ganz besondere Falle gelockt. Mit welchen Erwartungen bist du zum Fantreffen gefahren, erstmal, Martina? Ja, also ich wollte einfach den Marc kennenlernen, weil er ja ein Act war beim Wiener Wiesenfest und ich habe mir gedacht, das ist total interessant und haben wir schon super Fragen ausgedacht und so und dann ist doch alles anders gekommen. Martina Futterer kommt, ganz wie es sich für ein Fantreffen mit Marc Bircher gehört, im Fashion Dirndl. Sie glaubt, hier findet gerade ein echter Musikvideodreh statt und dass Marc sich in den Drehpausen immer wieder Zeit für sie nehmen wird. Am Anfang stimmt es auch und Martina ist schon einmal fasziniert von der Magic hier am Set. Und arg, mit welchen Profis der Marc da arbeitet. Bei der Hitze den ganzen Tag warten, das ist hart. Entschuldige Marc, wir machen jetzt eine Lichtprobe und sonst rennen uns die Sonne davon. Okay, und das heißt? 2-3 Minuten. Ja. Super. Passt. Kennst du ihn? Nein, Manfred. Er ist ein super Typ. Wahnsinn. Hey, der hat Michael Jackson, das letzte Video hat er gemacht. Wirklich? Ja. Sehr cool. Ein Hammertyp, das war. Also, das ist. Also, hat er zumindest gesagt. Er hat zumindest gesagt. Ich stehe zwar auf Mädels wie dich, aber den Mann verehre ich, weil der ist wirklich gut. Michael Jackson? Also, die Martina ist beeindruckt. Aber auch leicht verwirrt. Der war ja wohl aus einer ganz anderen Ecke als der Marc Bircher. Aber anscheinend ist die Welt der Profimusiker doch viel kleiner, als sie sich das gedacht hat. Und das ist ja doch eigentlich alles sowieso wurscht, denn der Marc ist einfach super nett. Ich dachte sofort glauben, dass du eine Zillertalerin bist. Dankeschön. Weil die tun auch so schön aufbetten bei uns, echt das. Ich bin ja schwer hetero, also das ist ja aufbetten, sagen wir da. Was gibt's denn da noch für Schmähs? Also so. Das ist kein Schmäh. Das ist kein Schmäh, das ist die Wahrheit. Ehrlich, also. So, wenn du jetzt da, also warst direkt zum Vernaschen, ist unglaublich. Echt noch. Wie war das? Hat der eigentlich eine Frau? Martina, diese Frage werden wir dir gleich mehr als nur beantworten. Ja, ich bin direkt froh, dass meine Frau heute nicht da ist, weil ich liebe sie zwar über alles, aber die ist so eifersüchtig. Und jetzt ist sie schwanger, jetzt spielen die Dinge sowieso verrückt. Weißt, die ganzen Hormone spielen verrückt, weil sie einfach. Ab und zu ist sie nicht sie selbst. Die dreht durch, wenn der Kleinste kleiner geht. Obwohl eh nichts, ich bin nicht brav. Mich ist da. Was? Michi ist da. Was, die Michi ist die da? Michi ist da. Marc, Michi. Du reg mich jetzt nicht an. Du komm jetzt daher. Was ist denn das Michi, da? Michi, Michi, wer Michi, ist das Michi, überhaupt Michi, da? Michi, was hast Michi, du da für geheime hallo, Treffen, ha? Hallo, Michi, ist da hinter Michi, mir, Michi, hinter meinem Rücken. Michi, so. Wir arbeiten. Ich rede jetzt mit meinem Mann und nicht mit dir. Wer ist das überhaupt? Michi, was soll das denn überhaupt sein, ha? Was willst du? Die gehört zum Team, okay? Die wieder gehört ist das sowas Geheimes. Hinter meinem Rücken. Kurz aufschub einmal. Ui, na, die ist aber ganz schön rabiat, die gute Frau Bircher. Aber gut, Schwangere dürfen das, davon hat die Martina schon gehört. Und sie weiß auch, dass man alles tun muss, damit sich eine Frau in anderen Umständen nicht so sehr aufregt. Also auch in einem Volksmusikvideo tanzen. Also ich wollte da jetzt nicht in Verlegenheit bringen. Martina, du musst mir jetzt helfen. Du kurz so tun, als wärst du
Wärst du? Du bitte ganz kurz, so wie wenn du meine Tänzerin warst. Aber ich weiß nicht, was ich mache. Du brauchst gar nichts machen. Du musst einfach das machen, was die anderen machen. Sag das zu ihr. Geh nah hin zu ihr. Du musst einfach ein bisschen mittanzen, wie die anderen tanzen. Dann passt das schon. Dann fällt dir das nicht auf, weil sonst habe ich wieder Theater. Hey, das ist total ein Durchdrang, die Michi. Kann ich das Playback noch mal kurz hören? Ja. Ihr steht's ja eh, ihr seid's der Rahmen, das Wichtigste. Ist so. Hey, Wahnsinn. Total cool, oder? Häuser. Nicht cool. Das ist die Annalena, jawoll. Weißt du was, wir probieren das jetzt und wenn es nichts ist, schmeißen wir es im Mulkiebel. Playback ab. Nie zur Ruhe. Annale, Annale, Annalena. Annalena, nichts ist wie es mal früher war. Annalena. Stopp, stopp, stopp. Ich habe eine Idee, pass auf. Das, ich weiß nicht, ob das. Das ist zu wenig. Das ist total cool. Ey, aber pass auf. Was, das schaut jetzt da deppert aus, aber im Bild schaut das traumhaft aus. Nein, wenn das zusammengeschnitten ist. Das schaut total cool. Nein, auch wenn das zusammengeschnitten ist, wird es nicht besser, liebe Martina. Dafür sorgt schon unser Star-Regisseur. Die Martina erinnert sich, das war der von Michael Jackson. Also kommt dir das auch gar nicht komisch vor, was der da so alles verlangt. Setz du die her? Ja, ja, setz dich hin. Genau. Machst die Choreo quasi nur mit dem Oberkörper. Schirm gibst dem Marc. Schirm gibst dem Marc. Und Marc, und du kommst jetzt von hinten, du siehst sie, machst einen Purzelbaum da. Was? Ja, einen Purzelbaum. Kannst du. Bist du sicher? Ja, das ist ein bisschen, damit sie was tut. Sonst hast du immer dieses gleiche Purzelbaum mache ich an. Probier mal aus. Du siehst sie, machst den Purzelbaum, gibst dir den Schirm und dann genau das. Ich mache so eine Welle, okay, so. Nein, einen Purzelbaum, wir wollen einen Purzelbaum. Ja, Purzelbaum ist ja schade. Ah, das schaut super aus. Nein, glaube ich nicht. Na, sind Sie vom Turnen befreit, Herr Bircher? Purzelbaum, wir wollen einen Purzelbaum. Okay, mach einen Purzelbaum. Probier's einmal für mich, ha? Bitte. Einmal. Wie ist denn das vom Bild her? Lass mal schauen. Und mit dem Schirm? Hallo? Mit dem Schirm, Schirm, ja, ja, klar, mit dem Schirm. Und Playback, Start! Komm bei mir zur Ruhe. Annale, Annale, Annalena. Also ihrer Frau gefällt diese Szene bis jetzt am besten. Weil sonst hat dieser Star-Regisseur nämlich nur Ferkeleien im Kopf. Wie lange unsere schwangere Frau Bircher dann noch zuschaut? Und du bist dahinter? Den? Ja? Gehst vor? Und du machst nur. Singst sozusagen Annalena von da hinten. Okay. Ja? Position 1, 2, 3 und. Annale, Annale, Annalena. 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 Was du dir das ausschaut, was du da tust eigentlich? Es gibt ja nicht, was du da für blöde Ideen hast. Was du eigentlich, wie das ausschaut, jetzt was du da tust. Jetzt reg dir nicht auf. Das gibt's nicht. Ich zeig dir das, wenn du das willst. Du ja, kannst dir das anschauen von wo da. Denn? Da schau dir das an, wie das ausschaut, wenn du dahinter dieser Frau, wenn du das tun willst, können wir das daheim machen. Aber wenn ich. Vielleicht bin ich jetzt fett oder was ist mit dir überhaupt los? Nur weil ich schwanger bin, ich halt dich nicht mehr auf. Schau mal die Fette an! Geh zu Annalena hin. Geh zu Annalena hin. Ja, kurz. Kurze Pause. Geht ihr noch einmal auf Position? Alle hinsetzen. Also, ihr steht, setzt ihn noch mal hin. Marc, komm mal zu mir. Ich hab keine Nerven mehr, echt. Weißt du, wie das ausschaut? Du bist gerade Opfer einer versteckten Kamera geworden. Willkommen bei Hast du Nerven. Sehr gut gemacht. Applaus für die Annalena! Bravo, Michi. Ja, die Martina. So naiv ist man.
Ja, so naiv ist man. Es hat ja schon mal gut angefangen, der Marc hat umeinander baggert wie nicht gescheit. Wie ja, weit auf Anweisung, ich habe alles im Ohr. Ja. Der hat mir Sachen ins Ohr gesagt, aber ich habe nur die Hälfte sagen können. Echt? Ja. Sonst war ich geschieden nach einem Jahr. Das wollen wir nicht. Marc, wie laufen deine Videodrehs sonst ab? Ja, ein bisschen anders. Ja. Also, wie soll ich sagen, ein bisschen nicht so viel Kuddelwuddel, wie wir es da gehabt haben. Weil ich habe zum Schluss dann immer gewusst, legen wir eigentlich sie eine oder wer ich eine gelegt. Also das war dann immer so ein ganz ein schmaler Grat.